Seid ihr herzlich willkommen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Ich habe gestern erwähnt, dass ich Halsschmerzen habe und habe kaum Stimme. Es hat sich etwas verbessert und ich möchte mich bedanken für die E-Mails und Kommentare, die guten Wünsche, die Ratschläge oder sogar Rezepte, wie ich das heilen kann. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Es geht mir etwas besser, noch nicht ganz weg, diese Halsschmerzen, aber das wird schon. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Das 3-Fragezeichen-Orakel. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was macht er? Die erste Frage war, was denkt er, was ist sein Plan, was hat er vor? Das sehen wir hier im Bild. Die Zahl 4 bedeutet sein Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Oder kann auch bedeuten, er möchte gerade etwas aufbauen, entweder beruflich oder er wünscht sich mehr Stabilität in die Liebe. Die Stäbe hier halten aber noch etwas in die Enge. Es gibt hier keinen großen Freiraum. Entweder er befindet sich in einer Lage, was er diese Enge verspürt. Was ich aber eher vermute, dass er meint, du fühlst du dich in die Enge und brauchst du mehr Freiraum. Gleichzeitig bedeutet diese Karte auch die Befreiung, also die Möglichkeit ist da, von dieser Enge raussteigen, dich zu befreien. Und das ist sein Plan, dir dabei zu helfen. Im Bild sehen wir hier die Fröhlichkeit, also kommt etwas Gutes auf dich zu. Und im Hintergrund sind bestimmten Personen schon im Abschied. Entweder jemand geht im Rückzug oder du hast dich von bestimmten Kontakten schon gelöst und gehst du im Rückzug. Aber das ist gut so. Das ist die Befreiung, weil diese Personen, die Abschied nehmen, eigentlich haben dich nur deine Energie geraubt oder haben sie dich in diese Enge getrieben. Also war keine angenehme Verbindung und so ist jetzt diese Veränderung, diese Befreiung. Diese Karte kann natürlich auch bedeuten, dass er erlebt das, dass er trennt von bestimmten Kontakten, von Personen oder er fühlt sich jetzt auch immer mehr befreit. Also kann diese Energie euch beide treffen. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Diese hohe Priesterin hütet ein geheimnisvolles Buch, die Akasha-Chronik, und dort sind die Schicksalswegen beschrieben. Wenn das beeinflusst seinen Gefühlen, bedeutet diese Karte, er ist in diesem Vertrauen. Er vertraut, dass alles so sein wird, wie das im Sternen geschrieben ist, wie das in diesem Schicksalsbuch geschrieben ist. Die dritte Frage ist, was wird er tun? Du erscheinst hier als Königin und herrschst du über die Gefühle und so verehrt er dich. Das bedeutet auch Wertschätzung und Gefühle und Vertrauen. Und was verbindet euch? Das ist die Liebe. Die wahre Liebe mit tiefen Gefühlen, das, was euch verbindet, etwas hält dich aber noch in die Enge oder er verspürt es, kommt aber die Veränderung und die Befreiung. Und ich wünsche dir alles Gute und
alles Liebe.